wird eine fette Party schmeißen mit allen Freunden. Wirklich? Vorfahrt. Hochmut. Ja? Ich bin eher Rennfahrer. 1000 Meter Welle und 1000 Meter. Was ist das? 1000 Meter hoch Welle. Ich hab den 60. Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf dem Remus YouTube Channel. Ich bin heute hier im Auto mit dem Ferdinand und wir drehen jetzt gleich einen Drive and Talk. Ihr habt Fragen geschickt. Ich hoffe, es sind ein paar fiese dabei. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Werde sie aber jetzt holen und die Aufgabe ist eigentlich auch noch dabei, schnell zu fahren. So, okay. Also starten wir. Fragen mit Daniel. 3, 2, 1. Los. Scheiße, das ist schon gut. Okay, ich starte mit der ersten Frage. Witzigste Erinnerung im Motorsport, Daniel? Wow. Außer diesem Moment, logischerweise. Die witzigste? Scheiße. Nein, das ist nicht so lustig auf dieser Seite. Ist gar nicht so leicht. Fällt dir was ein? Witzigste Erinnerung? Wahrscheinlich irgendwie die Nächte danach, finde ich. Am Ausgehen in Macau zum Beispiel. Ich wollte auch gerade Macau, weißt du? Ich wollte sagen Macau Spa-Bereich. Spa-Bereich? Mit Eduardo da waren, da waren nicht, wir waren nie dort drinnen. Wir waren nie dort in Spa-Bereich. Ich war 15, hat er mich da reingeschleppt und hat mir den Spa-Bereich gezeigt. Da habe ich aber hab das Leben zum ersten Mal verstanden. Ja, es gibt immer so interessante Momente. Macau ist so ein Hotspot für verrückte Geschichten, prinzipiell für Rennfahrer. Also lassen wir es dort, oder? Zu viele Details brauchen wir nicht. Ja, das reicht. Größter Fail. Diese Fragen sind viel besser. Im Motorsport oder allgemein? Ich schätze mal im Motorsport. Was sagt ihr, liebe Zuschauer? Ich meine, gut, da könnt ihr jetzt sagen, ich bin mal leider so ein Simulatorrennen. Da habe ich vielleicht mal ein bisschen falsch eingeschätzt. Oh mein Gott, das habe ich vergessen. Die Gesamtsituation. Das ist richtig geil, dass das dein größter Fail ist. Ich glaube, das ist fast mein. Das ist mein größter Fail, glaube ich sogar. Ja. Okay. Mein größter Fail sind so dumme Momente, wo ich auf einem kalten Nürburgring, auf einem Wintertesttag, auf neuen Reifen mich einfach eingedreht habe und in die Wand geflogen bin auf einer Warm-Up-Lap. No. Das sind so Momente, wo du dich richtig dumm fühlst. War das DTM? Nein, Formel Renault. Ah, okay. So alt, good old days. Okay. Hast du schon mal den Führerschein abgeben müssen, lieber Daniel? Tatsächlich nicht. Ich spuck sogar ein bisschen, weil es mir stresst hier drin. Hast nee, du nicht? Hab ich nicht. Weil du so schlau bist oder weil du so brav bist? Weil ich. Richtig, jetzt die richtige Antwort. Eigentlich einfach echt brav bin. Ich hab ein Buch, glaube ich, aber das nur wegen Handy am Steuer. Aber ich habe sonst eigentlich. Handy am Steuer? Ja, okay. Alter, da haben wir so mal reingeguckt. Das passiert, war ja. Das kennen wir. Und du? Nein, aber ich habe meinen Führerschein, eine Prüfung, dreimal gefailt. Ernsthaft? Ja, dreimal. Wegen was? Vorfahrt. Hochmut. Ja? Ich bin eher Rennfahrer. Ja, aber gut, das lernt man irgendwann einmal. Das machst du richtig gut übrigens, Daniel. Dankeschön. You haven't lost your touch. Ja. Wollte ich jetzt ab und nur sagen. Kommt es wieder ein bisschen raus. Sehr schön. Wie viele Punkte hast du auf der Lizenz, schätze ich jetzt? Ach so, ja, habe ich ja gesagt, einen, glaube ich. Einen? Zwei, glaube ich sogar. Du hast zwei? Ja. Aber das ist eh nichts, oder? Das ist nichts, ne. Also, ich glaube, 8 verliert man. Was wärst du geworden, wenn du kein Rennfahrer geworden wärst? Das kann ich beantworten für euch, liebe Damen und Herren. Entweder ein Bartmodell, weil sein Schnitt am Gesicht ist immer perfekt. Und das macht mich ein bisschen exciting, aber auch ich werde ein bisschen eifersüchtig. Und sonst ein Höchstprofi-Sänger und hätte sicherlich bis eins eine Kooperation mit Kendrick Lamar oder irgend sowas schon gehabt, schätze ich jetzt mal. Das ist meine Einschätzung. Und was sagst du? Ja, also ich glaube... Museumführer. Das ja auch, wenn das ja auch möglich ist. Ich glaube, ich hätte tatsächlich wirklich Musik verfolgt. Das glaube ich. Ja. Ich auch übrigens. Ja? In der Schule hatte ich 3 Bands. Ich hab Gitarre gespielt, Klavier und Schlagzeug. Also kannst du richtig Instrumente spielen? Ja, aber nicht mehr. Ich bin jetzt talentlos leider. Ich habe mich auf ein anderes blödes Talent konzentriert. Schau, er macht mir nach mit den ganzen Driften. Aber eben auch das besser. Na, scheiße, jetzt hat er's. Ja, so, was ist der? Ich bin verloren. Man sieht mir an, dass ich wahrscheinlich gerade blau werde. Spa oder Spa? If you know what I mean. Ja, ja. Also ich meine, Spa war meine absolute Lieblingsrennen. Wirklich? Ja. Ich finde das so overrated. Ernsthaft? Diese Strecke.
wahnsinnig overrated. Geil, oder? Glaubt ihr nicht? Seitdem ich im Sportwagen bin, ist es viel geiler, weil die zwei Kurven richtige Kurven sind. Blanchiment und Rouge. Ja. Wo du dich richtig anscheißt. Ja. Aber richtig. Ich sag dir ehrlich, mein Formel-2-Auto hat man sich schon auch, also es war so on the edge. Ich habe mich schon auch eingeschissen. Das glaube ich, ja. Speziell, wenn es regnet. Boah. Ja, speziell, wenn es regnet. Aber sonst, ich mag den Fluss irgendwie und ich mag das, also ich finde es schon geil. Als Ort natürlich beschissen. Aber ich gehe auch gerne ins Spa. Also ich bin auch ein Spa-Gänger. Ich fahre gerne nach Österreich, in deine Heimat, und hock mich da ins Spa rein. Ja. Machst du das auch? So ein bisschen Sauna, ein bisschen Nein, mit der Lady, ein bisschen Whirlpool. Nein? Mit der Lady. nein, ich bin nicht so ein Spa-Mensch. Wie gesagt, ich bin eher so ein Donau, um mit 8 Grad irgendwie schwimmen. Okay. Das ist irgendein Grund. Aber das ist so mein Inneres. Ich muss mich mal manchmal unbequem machen. Okay. Obwohl, having said that, nach einem 24-Stunden-Rennen, dann gönne ich es mir. Du gönnst ja auch mal. Dann gönne ich es mir. Dann mache ich wirklich, dann habe ich immer voraus gebucht, Massagen und Physios und was weiß ich noch. Okay. So, Torque Rear, jetzt wird's lustig. Kannst du einen Zaubertrick? Außer dieses wunderschöne Driften natürlich, Daniel. Ich kann wirklich sehr viele Zaubertricks. Ich war mal ein richtiger Zaubertrick-Freak. Ich habe mir diverse wirklich gute Kartentricks angeeignet. Ich habe eine ganze Zauberbox immer noch zu Hause von früher. Also ich würde behaupten, ich bin überdurchschnittlich guter Zauberer. Nein. Doch, wirklich. Okay, hol den Hasen her. Hol den Hasen. Ja, welchen immer du willst. Das habe ich leider noch nicht. Das wird jetzt ein Evil Laugh von mir. Ja. Okay, ziemlich cool. I didn't know that. Sehr, sehr cool. Machst du mal so ein Zaubervideo, wo du den Menschen zeigst, was für Tricks du machen kannst? Ja, kann ich machen. Hast du das mal gemacht? Früher habe ich es mal auf MyVideo, glaube ich, hieß es noch, habe ich es hochgeladen. Ich glaube, es hüpft sogar. Okay, nächste Frage. Was würdest du an deinem letzten Tag auf der Welt machen? Hey, wir haben schon über so ein ähnliches Thema geredet. Ich würde eine fette Party schmeißen. Wirklich? Ja. Okay. Du nicht? Nein. Sondern? Ich weiß nicht. Ich bin nicht so ein Partytyp. Ich würde am liebsten irgendwie dann mit meiner Familie und meinen engsten Freunden und alle Frauen, in die ich verliebt war, auf einem Fleck irgendwie mit allen einfach kuscheln und lachen und das ist wie eine Party eigentlich. Ja, eben. I guess that's like a party. Ja, aber stell dir vor, du hast alle Frauen, die du mal verliebt warst, am letzten Tag da. Was meinst du, was ist das für ein stressiger Tag? Ich glaube, die würden das akzeptieren müssen. Ja, das ist mein letzter Tag. Nett. Ja, wenn die das natürlich Wenn alle wissen, der Fan stirbt morgen, we're gonna leave our differences behind us. Ja, stimmt. So würde ich das sehen. Die würden erst am nächsten Tag richtig ablästern. Ja. So, ja. Oh, und dann kannst du auch noch davon ausgehen, dass du keinen Hangover haben wirst, weil du eh nicht mehr da bist. Okay, das war jetzt ein bisschen dunkel, muss man zugeben. Okay, wie ihr seht, meine Damen und Herren, ich halte mich fest. Die letzte Frage. Wie ist Ferdinands voller Name? Oh Gott. Das weiß er natürlich nicht. Also wenn er irgendwelche weiß, dann wäre ich beeindruckt. Doch, ich weiß ein paar. Also Ferdinand. Ja, das ist schon mal gut. Und dann, also es gibt Maria, also ich weiß nicht die Reihenfolge. Ja. Es gibt Maria, ja. Otto. Der weiß wirklich die Fläche. Otto, ja. Warte kurz, mir fällt gleich noch mal was ein. Bin ich doof jetzt. Maria, Otto. Ja, das waren schon mal zwei gute. Das sind wichtige. Das sind meine Lieblings sogar. Ja? Ja, das sind wirklich meine Lieblings. Okay, da haben wir die schon mal. Da war. Ja, doch vorhin noch. Das sind mir doch noch zwei eingefallen, ne? Das ist doof. Da war so Leonhard. Genau, klar. Leonhard. Genau. Der Leonhard. Die Überraschungsnamen. Michael. Michael auch, ja. Echt? Ja. Ja, der ist ein bisschen weird. Johannes auch dabei? Nein. Aber kannst weiter testen. Britney. Daniel auch nicht. Herbert. Kleiner. Nein. Klaus. Nein. Hermann. Nein. Wie heißt denn der Österreicher noch so? Ich habe auch nicht so. Also einer meiner Mittelnamen ist Keith. Der ist nicht so österreichisch. Keith. Ja. Keith. Wo kommt das denn her? Keine Ahnung. Barnamen. Ich weiß nicht, wo Barnamen herkommt. Und dann, ja, es ist wahnsinnig spannend. Alle Namen von Ferdinand. Sag's einmal durch. Komm. Ferdinand, ja. Zvonimir, kroatisch. Zvonimir. Maria, Baltus. Keith, Antal. Ich weiß auch nicht, Antal, wo der herkommt. Barnam, Leonhard, Michael.
Michael. Ah, Michael hätte man noch. Michael hätte man auch raten können. Aber ja, das waren alle meine Namen. Und das waren die wichtigsten Fragen, die man nur stellen könnte an dem Herrn Daniel Abt und mich, Herr Ferdinand Habsburg, Tvonimir Maria Baltus, Gieser, bla bla bla. Und das war's. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ebenfalls. Ich glaube, das Auto stellen wir jetzt lieber wieder ab. Das ist schon gut durchgeraucht jetzt. Und mein Magen auch. Ja, reicht auf jeden Fall. Danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Abonniert den Remus-Kanal. Kostet nichts. Ja. Und den Ferdinand Habsburg-Kanal. Auch wichtig. Ich habe da super Videos dabei. Ja. Oh, okay. Das wisst ihr jetzt. Ciao. Ciao.